So Leute, und weiter geht es mit Shadow of the Colossus. Wir stehen kurz vor dem achten Koloss, der sich genau da vor uns in der Höhle befindet. Und bevor es losgeht, ne, zeige ich nochmal, wo wir genau sind. Wir sind jetzt hier. Also hier, da oben sehen wir in der Mitte, dort ist unser Tempel. Hier ein kleiner Ritt nach vorne. Und hier sind wir auch schon. Und unser Weg führt uns genau... Ganz ruhig, Agro. Nicht so Agro, Alter. Befindet sich genau vor uns in der Höhle und da wollen wir dann auch mal los. Dann bin ich ja mal gespannt. Der komische Gott Heini hat uns ja gesagt, dass es ein Wandkriecher oder sowas in der Art sein soll. Wow, ganz ruhig. Alter. Okay, wir müssen da lang. Okay, Agro. Auch ein sehr komischer Name für ein Pferd, finde ich, aber... Nun gut. Genau. Immer mit der Ruhe. Man hat ja Zeit, ne? Los! Bin ja zu Fuß schneller. Ich überlege auch gerade, ob ich zu Fuß laufen soll. Naja. Und wenn wir den Koloss platt gemacht haben, dann haben wir schon die Hälfte erreicht. Wow. Wie gesagt, 16 sind es und das ist ja Numero 8. Also... Ja, da haben wir doch schon mal ordentlich was geschafft. Aber das geht mir jetzt hier alles wirklich mal ein bisschen zu langsam. Renn ich, da bin ich schneller. Los, Kleiner, lauf! Los, Agro! Los, komm! Ja, so ein kleiner Schisser, ne? Aber verstehe ich auch. Okay. Na, mal gucken. Schön, schön ist es hier. So ein Tempel. Aber wo ist jetzt unser Pferd? Los, komm her, trab an. Im wahrsten Sinne des Wortes, trab an. Na gut, dann renne ich mal schön hier mal alleine rum. Bin ich eh schneller. Braucht das Pferd gar nicht. Oh, ich habe nichts gesagt. Los, Argo, komm her. Ja, bist braves Pferd. So. Ich hoffe, du kannst jetzt auch mal wieder den Turbo einlegen. Obwohl das hier bei diesem dichten Gewirr hier etwas schwierig ist. Alles klar. Also der Weg scheint uns ja direkt in den Tempel zu führen. Wow. Wo driftest du denn ab? Okay. Aber ein schöner Ort, muss man sagen. Alles klar. Schön, wie das Licht da oben noch so einfällt. Schön. Also dafür, dass es ein PS2-Spiel ist und auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, sieht es eigentlich, also dafür, dass es dann nochmal überarbeitet ist, sieht es aber trotzdem ziemlich schön aus. Ja klar, ich meine, es ist schon sehr alt und es hat noch hat grafisch jetzt nicht mehr so das High-End-mäßige, was man jetzt so kennt, aber trotzdem schön. Okay, na, ich sehe schon, wo wir lang müssen. Huh! Okay. Einmal hoch. So. Ein bisschen Prince of Persia mäßig hier, ne? Oder ein bisschen Assassin's Creed. Wow, das war knapp. Alles klar. Wir betreten den Tempel des Wandkriechers. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Viecher haben alle überhaupt gar keinen Namen. Okay, ich muss nach da hinten. Kann ich hier einfach runter? Yo, sieht gut aus. Und schön immer klettern. Wird schon. Ja. Gerade noch so erreicht. Alles klar. Wir sollten jetzt aber auch langsam mal ankommen. Ich hätte vielleicht... Oh. Geht schon los. Alles klar. Koloss Nummer 8. Sieht aus wie ein Kolosseum oder sowas. Schon irgendwie cool. Okay. Aha. Alles klar. Ja, die Musik hört sich natürlich auch ziemlich toll an. Ich werde schon mal den Bogen ausrüsten, den werden wir nämlich gleich brauchen. Weil der Kollege hier, der ist gar nicht mal
Na, ich sag mal, wenn ich's richtig gut hinkriege, dann könnte das eigentlich recht easy werden. Aber der kann ganz schön austeilen. Das ist das Problem. Wir müssen nochmal ein kleines Stück runter. Ah, schon cool, ne? So ein riesen Kolosseum in der Mitte. Das epische Mega-Vieh. Hat schon irgendwas. Muss man schon sagen. Alles klar, hier ist das Loch. Na? Komm. Komm, Kollege Schlittschuh. Nein! Ich hoffe, er hat mich nicht bemerkt. So. Hallo. Hier oben bin ich. So wie ihr seht, die Schwachstellen sind die Füße. So. Und dich nehmen wir doch auch noch mit. Ja. So, keine Angst. Glücklicherweise können wir nicht so leicht sterben. Und jetzt muss ich mal schnell fix gucken, wo überhaupt die Schwachstelle ist. Die war, glaube ich, genau hier. Ja. Ja. So. Komm, dann nehmen wir noch einmal nochmal mit. Ja. Verdammt. Nein! Da vorne! Schaffen wir es noch? Ja! Stirb! Nein! Ah! Uah! Uah! Verdammt! Verdammt! Wir hätten es fast geschafft! Okay, jetzt ist der Kollege sauer und das ist nicht gut, denn er hat eine sehr, sehr miese Attacke. Uah! Die nicht gerade lustig ist! Die werden wir wahrscheinlich auch gleich zu sehen kriegen. Okay. Bogen. Ah, nee, nee. Hier. Bogen, habe ich gesagt. Wo ist er hin? Da unten. Wow. Der versprüht nämlich so ein Säuregas. Ah, jetzt kommen wir da auch leider nicht mehr hin. Ah, verdammt. Ich sag doch, der ist aggro, Alter. Okay. Da hinten haben wir nochmal so ein riesen Loch. Da sollten wir jetzt mal unser Glück versuchen. Oh oh. Oh, verdammt. Da hechte ich einfach mal aus der Wolke raus. Ah, verdammt, ey, wir hätten ihn fast geschafft. Na gut, Kollege. Oh oh. Hahaha. Na? Komm, trab an. Noch ein Stück höher. Hä? Wo ist er denn hin? So. Verdammt. Nein. Nein. Wo willst du hin? Na, verdammt. Wow. Ja. Alter. Wow. Wow. Ah, verdammt, ey. Verdammt, wo ist er hin? Ah, da kann ich auch nicht mehr lang. Wow. Wow. Wow, verdammt. Ach. Komm, von hier könnten wir ihn noch ein bisschen schwächen. Ja. Ja, ja. Jawohl. Ah, guck mal. Ja, ich weiß, das tut zwar weh, aber lieber so, als den ganzen Weg zu verschwenden, runterzulaufen. Außerdem hat er nur noch in sein Herz gerammt. Und somit ist Koloss Nr. 8 Geschichte. Der Wandkriecher. Mit seinem ekligen Säurestrahlblitz. Ja. Nein.
Huh, schade, ich hätte ihn fast perfekt eigentlich platt gemacht, aber dann hat er uns doch nochmal ganz schön zugesetzt. Aber so bleibt es natürlich auch spannend, ne? Ist auch cool. Oh, jetzt ist mal was anderes. Okay. Haben wir es jetzt schon geschafft? Nee, es war nur ein Traum. Und da stehen schon 8 von den Kollegen. Ey, die gaffen aber auch die ganze Zeit, das ist ja schlimm. Egal, wir haben Startnummer auf, platt gemacht. Bams, Alter. Alles klar, die Hälfte erledigt. Boxenstopp sozusagen, ne? Ja. Mann, Mann, Mann. Das wird ja immer härter. Doch leider liegt sie da immer noch. Es war doch leider nur ein Traum. Ich schwöre dir, ich werde es schaffen. Ach ja. Ach ja, die nächste Mission. Wie lautet sie denn? Okay, in einen vertrockneten See. Heißt das, wir kämpfen im Krater oder sowas? Ich weiß es selbst gesagt nicht. Ich habe es zwar schon zweimal gespielt, aber das eine ist halt schon ein paar Jahre her und das andere ist ein gutes halbes Jahr her und ich kann mir auch nicht alles merken, ne? Aber jedenfalls, wir haben 8 Kolosse fertig gemacht von 16. Wir haben die Hälfte geschafft. Mann, Mann, Mann. Die Hälfte vom Let's Play ist sozusagen schon so gut wie vorbei. Aber jetzt wird's ja erst richtig schwer. Wir haben die Hälfte geschafft und die nächste Hälfte, die wird nicht mehr so leicht sein. Die wird dann schon mal ein bisschen happiger sein als die anderen 8. Das kann ich schon mal garantieren. Und ihr könnt echt drauf gespannt sein, die Kämpfe werden immer epischer und immer epischer. Na gut, ich werde jetzt eine kleine Aufnahmepause machen, mal das Ganze rendern. Ne, ich nehme das ja hier alles an Stück auf. Und naja, dann sage ich nur noch Tschüssikowski, bis zur nächsten Folge von Shadow of the Colossus, wenn wir denn zum 9. Koloss gehen. Dann sage ich nur noch, tschüss.